Jetzt möchte ich die Menüführung des EOS Revelation vorstellen. Da wie immer auch nichts verändern, wenn Sie nicht wissen was. Und vor allem haben wir alles schon vorprogrammiert, ab Werk. Optimal vorprogrammiert. Stärker geht er nicht auf der höchsten Stufe. Da bringt es nichts, in den Menüeinstellungen zu verändern. Und als erstes nehme ich mal die Folie ab, weil ich weiß, diese Anlage wird hier immer stehen bleiben. Auch die zweite Folie, Displayfolie. Genau. Und jetzt, um Menüeinstellungen durchzuführen, muss man diesen obersten und den rechten Knopf gleichzeitig, sozusagen mit zwei Fingern, gedrückt halten für 5 Sekunden. Jetzt sieht man die Softwareversion. Hier, wenn man da drauf drückt, geht es weiter. Das ist wieder die Spracheinstellbarkeit. Da kann man dann hier mit diesem Knopf ändern oder mit dem erhöhen, mit dem linken erhöht man, mit dem rechten, ja. Wir machen Sprache 3, das ist Deutsch, es gibt auch Italienisch, Französisch, Englisch, dann gehen wir weiter, das ist der Eingangs-pH-Wert des Leitungswassers, also der pH-Wert, was Ihr Leitungswasser hat, da haben wir ab Werk minimal einstellen lassen, also 6,5, niedriger geht's nicht. Ja? Das heißt, bei 6,5 leistet die Anlage am meisten, ist sie am stärksten, sage ich mal. Dann drücken wir weiter. Das sind dann jetzt die einzelnen Stufen, die man dann fein justieren kann. Da hat man wieder von 0 bis 76 die Möglichkeit. Das ist jetzt die Stufe 1. Ja, die kann ich erhöhen. Die Stufe 2 erhöhe ich auch ein bisschen. Bis 76 kann ich höher gehen. Ich mache mal hier 64 und da 76. Höher geht nicht, wie ihr seht. Dann drücke ich weiter. Kalibrieren würde ich nichts machen. Da, ja, lieber nichts machen, bitte. Das war's schon. Wenn man fertig ist, drückt man dann auf Set länger drauf. Und dann sind die Einstellungen drin. Das war ein Teil der Einstellungen. Jetzt kommt der zweite Teil der Einstellungen und dazu drückt man den linken und den rechten Knopf gleichzeitig. Jetzt sieht man, oben blinkt das Lautsprechersymbol. Dazu kann man jetzt wieder lauter, leiser machen. Der Lautsprecher befindet sich in der Anlage hier oben. Also wenn es unter der Spüle ist, was es wahrscheinlich ist, können Sie ruhig so laut lassen. Kommt ab Werk ungefähr so. Dann On-Off kann man hier machen. Das ist hier, ob das Display immer beleuchtet sein soll oder im Standby-Modus in, sozusagen ausgehen soll. Ich lasse On. Jetzt sehen Sie gleich, wie er sich selbst reinigen wird. Innen drin im Gerät wird jetzt gerade umgepolt. Das, was basisch war, ist sauer. Das, was sauer war, ist basisch. Und jetzt spült er das Ganze mit gefiltertem Wasser schön durch. Somit haben wir im Gerät kein stehengebliebenes basisches Wasser, was ein Hauptnachteil ist bei allen Untertischwasserionisierern. Da, wenn das basische Wasser im Gerät stehen bleibt und das jedes Mal nach dem Abzapfen, dann verkalkt es sehr schnell. Und somit würde dann dieser dickere Schlauch hier immer dünner werden und dünner werden. Hier würde am Auslass immer weniger und weniger Wasser rauskommen und Sie müssten dann frühzeitig entkalken. Und deswegen ist der wirklich sehr gut gegen Kalk ausgestattet. Das ist dann, bei wie vielen durchgehenden Litern soll er sich reinigen. Das heißt, wenn Sie durchgehend 30 Liter jetzt hier abzapfen würden, dann würde er stoppen und dann eine Selbstreinigung durchführen. Das brauchen Sie nicht ändern, weil keiner füllt so viel auf einmal durchgehend ab. Jetzt machen wir mal das Gerät an. Man sieht, der Durchfluss liegt bei 1,1 Liter pro Minute. Könnte bei unserem Münchner Leitungswasser auch bis 0,7 Liter, 0,8 Liter runtergehen. Aber ich lasse es mal so. Man sieht an den Filterbalken, dass beide Filter noch voll sind. Die werden immer weniger, weniger, bis leer ist. Und dann warnt er sie. Und er hat kein Filterkabel. Das heißt, Sie müssen auch mal den Filter resetten. Das geht wie folgt. Ich stoppe mal. Man muss dann auch wie bei den normalen Wasserionisierern den Filter händisch dann auf wieder 0 zurücksetzen, damit er wieder im Gerät als voller Filter erkannt wird. Und dazu drücken wir diese beiden Knöpfe. 5 Sekunden. Dann blinkt schon hier das Lautsprechersymbol. Das wollen wir jetzt nicht ändern, also gehen wir weiter. Das ist jetzt, ob das... Ja, so...
Und jetzt sehen wir, Filter 1 blinkt und es steht off dort. Was mache ich? Ich mache on, somit ist er sozusagen wieder zurückgesetzt. Ich habe Filter gewechselt, sage ich der Anlage damit. Filter 1 habe ich jetzt gerade gewechselt. Und wenn ich Filter 2 auch gewechselt habe, mache ich daraus auch on. Und somit sind dann beide Filter zurückgesetzt oder eben nur der eine. Aber ich setze jetzt mal beide zurück. Genau. Halte Set gedrückt und schon bin ich aus dem Menü draußen. Und jetzt, wenn ich ihn anmache, wird er zuerst mal mit gefiltertem Wasser starten und ein paar Liter durchlaufen lassen. Weil wenn ein Filter ersetzt wurde, lässt man in der Regel 5 bis 10 Minuten auf gefiltertem Modus den neuen Filter einfahren. Nicht jedes Gerät kann man so in den Spezialeinstellungen verändern, aber die Empfehlung ist eben, Sie brauchen nichts ändern. Wir haben schon alles voreingestellt. Aber so, falls Sie wollen würden, könnten Sie. Um serviço de alto-falante, morro do pau da bandeira. Quem avisa é o Zé do Caroço, amanhã vai fazer alvoroço, alertando a favela inteira. Como eu queria que fosse Mangueira, que existisse outro Zé do Caroço. Pra falar de uma vez pra esse moço, carnaval não é esse colosso, nossa escola raiz é madeira.